Erstmal vielen Dank, Frank. Mich freut es immer sehr zu sehen, halt, wie auch wirklich VFox dann an anderen Standorten eingesetzt wird. Insbesondere passt das halt hervorragend hier rein, weil in dem Abschnitt wollte ich halt etwas über die Erfahrungen vom Einsatz von VFox erzählen und Ausblick darüber geben, an was wir gerade arbeiten und was gerade neu ist. Und in dem Kontext, ich meine, jetzt habe ich tatsächlich gar nicht mehr so viel Zeit, aber war ich auch dankbar, wirklich mal Input von außen zu bekommen, weil ich ansonsten jedes Jahr dasselbe von der alten Experimentalphysik 1 Vorlesung erzähle, in der wir es selbst eingesetzt haben und das Ganze drumherum, was wir so mitbekommen. Also wir selbst setzen VFox natürlich auch ein, aber wir haben nicht jedes Jahr dieselbe Veranstaltung. Im kommenden Wintersemester ist es wieder soweit, da werden wir richtig viel Neues nochmal ausprobieren. Ansonsten unsere Erfahrungen, also was uns jetzt, ja, worüber ich erzähle, was wir jetzt festgestellt haben, wie es eingesetzt wird, stammen eigentlich eher vom Kontakt mit den Lehrenden. Das hier ist eine Liste von den Konferenzbeiträgen und Vorträgen, die wir bis Ende letzten Jahres gemacht haben. Ist mir gestern Abend erst aufgefallen, dass ich noch hätte aktualisieren können. Dieses Jahr ist nicht so viel dazu gekommen, weil ich aufgrund meiner Elternzeit und eben weil Nachwuchs da ist, nicht so viel gereist bin. Aber unsere Doktoranden waren auch fleißig, also ein paar Einträge hätte es noch gegeben. Und das sind Konferenzbeiträge und Vorträge. Das hier sind Workshops und Fortbildungen, also das sind wirklich dann diese Lehrerveranstaltungen in der Regel gewesen. Also nicht in der Regel, die Liste sind halt Workshops im Rahmen von irgendwelchen Lehrerfortbildungen. Publikationen sind jetzt hier nicht so interessant. Das heißt also, viel Erfahrung bekommen wir auch einfach durch den direkten Austausch. Da bekommen wir viel Feedback von Sachen, die zurückfließen in die App und auch ein Gefühl dafür, wie es eingesetzt wird und wie es ankommt. Andere Quellen dafür ist halt auch die internationale Verbreitung, wo wir über andere Wege viel Kontakt kriegen. Also gerade die Einträge, die wir hatten, diese Workshops und Konferenzbeiträge, sind jetzt alle diese orangen Punkte. Das heißt, sind auch schon mal ein bisschen um die Welt gekommen. Hauptsächlich sind wir natürlich in Deutschland unterwegs gewesen. Allein schon aus logistischen Gründen bietet sich das natürlich sehr an. Und VFox wurde zudem jetzt mit der neuesten Version in, ich glaube, jetzt sind wir bei 19 Sprachen. Nee, stimmt nicht. 19? 10 Sprachen. Jedenfalls genug Sprachen übersetzt, dass wir halt die halbe Weltkarte grün einfärben konnten. Muss man jetzt ein bisschen aufpassen. Die Färbung repräsentiert letztendlich das eine der drei Hauptsprachen, die aus einer Datenbank, die ich dafür zum Einfärben gefunden habe, repräsentiert sind in VFox. Entscheidend war, dass mit der letzten Version auch Französisch hinzugekommen ist. Was noch fehlt, weswegen hier und vor allem hier drüben noch viel gelb ist, ist Spanisch, woran Übersetzer mitarbeiten. Und das alles passiert durch freiwillige Übersetzer, die sich bei uns irgendwann gemeldet haben und gesagt haben, warum gibt es das nicht auch in meiner Sprache? Mit der Antwort, ja, weil du es noch nicht gemacht hast, cool, mache ich freiwillig und so kommen halt die Sprachen zustande. Hinzu kommen auch noch Leute, die sich freiwillig melden für unser Ambassador-Programm. Das ist, im Grunde sind das Ansprechpartner, die sagen, ich mache bei mir was mit Lehre mit VFox und Leute, die bei mir im Land oder in der Umgebung irgendwas über VFox erfahren wollen, Fragen haben, vielleicht auch nicht unbedingt sich direkt an Entwickler wenden wollen, weil deren Englisch nicht so gut ist und Deutsch natürlich erst recht nicht vorhanden ist. Ich biete mich hier als Ansprechpartner an. Das sind jetzt die Länder, die ich jetzt blau eingefärbt habe, wo jeweils irgendjemand sitzt, mindestens einer, der gesagt hat, okay, ich mache jetzt hier den Ambassador. Und darüber bekommen wir halt insgesamt ziemlich viel auch Einblick darin, wie VFox weltweit eingesetzt wird. Ich habe jetzt gestern noch, habe ich jetzt leider nicht einbauen können, weil die Antwort nicht mehr rechtzeitig gekommen ist, oder was vorgestern, aus Thailand Fotos von einem Workshop zu sehen bekommen. Also die haben wirklich einen VFox-Workshop gemacht. Das waren ähnlich viele Leute wie hier. Und das war auch eine, die für uns als Ambassador da tätig ist und die einfach mal zeigen wollte, was sie da macht. Und ich muss sagen, das ist mehr, als ich überhaupt schon erwartet hätte von denen. Und entsprechend ist natürlich auch viel von unserem Eindruck, wie es verwendet wird, also was ich jetzt in den nächsten Folien zeige, basiert darauf über eben diesen direkten Austausch bei irgendwelchen Veranstaltungen, viel E-Mail, das sind natürlich überwiegend erstmal irgendwelche Fehlermeldungen, von wegen Folgendes funktioniert nicht, warum nicht, ne? Auch eben schon mal eben dieses Feedback, was da gemacht wurde. Soziale Medien ist natürlich teilweise schwer zu interpretieren, aber da freut mich immer wieder, wenn ich irgendwo mal wieder einen Tweet sehe, dann hat jemand getwittert, wie er mit VFox im Unterricht mit den Schülern gemessen hat, wie hoch so ein Hüpffrosch hüpft. Das ist diese Gummidinger, die man umklappt, legt die hin und dann irgendwann hüpfen die in die Höhe. Das hat er von der akustischen Stoppuhr gemacht. Beim Hüpfen macht das den Klack, beim Aufprall wieder zweiter Klack und dann hat man eben einen freien Fall dazwischen und die Schüler haben ausgerechnet, wie hoch das Ding hüpft. Solche Sachen freuen mich da natürlich immer enorm. Und über die App-Bewertung bekommt man auch tatsächlich auch mal schon mal ein bisschen Feedback von den Leuten, die mir jetzt nicht extra schreiben würden, also zum Beispiel auch Schülern. Sowas zum Beispiel, ja. Ist natürlich schwer zu interpretieren und deswegen, also warum erzähle ich jetzt überhaupt, wo dieses Feedback herkommt? Ich muss, wie jedes Jahr bisher, gestehen, dass wir halt wirklich im Hinblick auf systematische Studien
wie es jetzt wirklich in der Schule ankommt, eigentlich ja, noch nicht wirklich irgendwas Nennenswertes zu bieten haben. Wir haben uns wirklich so auf Entwicklung und solche Sachen konzentriert, dass, dass wir da noch ein bisschen was nachholen müssen. Das heißt, die folgenden Sachen, die ich jetzt darstelle, wie es halt eigentlich in der Lehre ankommt und wie es wieder die Erfahrungen sind, sind tatsächlich viel Bauchgefühl. Deswegen ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber die stammen halt hauptsächlich aus solchen Informationen. Das heißt konkret, ne, Reaktionen von Schülern, was haben wir denn da? Ne, da ist halt jetzt erstmal, wie gesagt, nichts Systematisches bisher, aber was man liest aus Kommentaren. Erstmal, was ich auf jeden Fall einmal absetzen möchte, auch wenn es die nicht positive Nachricht ist, VFox ist nicht das Wundermittel, was man in der Klasse einsetzt und auf einmal ist man der hippe Lehrer mit den modernen Medien, der die Schüler versteht, weil er deren Smartphones verwendet und alle sind begeistert. Das funktioniert nicht. Ne? Also, eben der Schachtskeks mit Tillis N. Lauch, der hat irgendeinen Mitschüler da letztendlich reingeschrieben. Das ist jetzt gar nicht, was ich meine, aber es gibt halt auch immer noch Kommentare, die auftauchen, wo da einfach drin steht, ich finde Physik scheiße. Deswegen wird die App mit einem Stern bewertet und dann ist das gut. Ne? Das ist auch interessant, weil ich dann auch versuche, auch irgendwie in Interaktion zu gehen, ein bisschen auch aus eigenem Interesse, weil wir natürlich nicht eine Sternebewertung viele drin haben wollen, nur für den Spaß sozusagen. Dann meistens schreibe ich dann halt wirklich so übertrieben freundlich, von wegen, ja, schade, dass dir unsere App nicht gefällt, können wir irgendwas verbessern, was hat dir konkret nicht gefallen? Und dann merke ich schnell, dass sie gerade irgendjemanden ans Bein gepinkelt haben, den sie gar nicht kennen, wo nichts damit zu tun hat. Und dann gibt es 5 Sterne und Physik finde ich trotzdem blöd. Ne? Aber daran sieht man, finde ich, also weil es wirklich, ich denke mal einmal im Monat bekommen wir so eine Bewertung, dass ein Schüler, der wirklich eine ablehnende Haltung zum Physikunterricht hat, also der wirklich so da sitzt und sich denkt, oh nee, alles so anstrengend und Mathematik und sonst was, der ist auch nicht begeistert, nur weil er sein Smartphone auspacken kann. Ne? Also dann ist VFox ist ein Werkzeug erstmal zum Experimentieren und es bleibt auch nur ein Werkzeug zum Experimentieren im Zweifelsfall. VFox kann darüber hinaus, also erstmal das an sich ist auf jeden Fall Mehrwert. Ne? Das ist das, was halt in vielen Schulen an den Stellen wahrscheinlich auch fehlt, was dann an Ausrüstung da steht, ist meistens auch die einzige Möglichkeit für eine digitale Messwerterfassung. Aber um noch eine Motivation aus VFox selbst herauszubringen, hat VFox erstmal als Novum eine gewisse Wirkung, bin ich von überzeugt. Wie gesagt, nicht gemessen. Also zum Beispiel, wenn Sie sich hinstellen, die Salatschüler nehmen ihr Smartphone reinstecken, haben Sie natürlich auch auf jeden Fall erstmal die Aufmerksamkeit der Schüler und wenn nur für 5 Minuten. Ja, aber die Aufmerksamkeit hätten Sie auch gehabt, wenn Sie jetzt eine Socke da reingesteckt hätten, weil es einfach was Ungewöhnliches und ein Novum ist. Vorteil von VFox ist, im Gegensatz zur Socke liefert das noch Messdaten, weswegen natürlich da dann auch Mehrwert ist und man die Schüler da abholen kann. Aber es ist eben nicht einfach nur das Werkzeug, welches man mal eben aus der Tasche zaubert und deswegen super funktioniert. Man sollte auf jeden Fall überlegen, wie man es einsetzt, dass es auch wirklich, also dass auch einen gewissen Nutzen hat und auch ein bisschen mehr als nur Selbstzweck, dass eben die Smartphones eingesetzt wird, dahinter steckt. Wir haben natürlich auch entsprechend viele gute Benachrichtigungen. Ne? Also wir haben teilweise Eltern, die die Top-Rezensionen hinterlassen mit dem Hinweis von Töchterchen kennengelernt aus dem Physikunterricht. Ich bin total begeistert, dass sowas heute gemacht wird und die ist auch begeistert und alle sind begeistert. Haben wir auch mehr als genug. Aber es ist eben auch so, dass man die Leute, die, also oder die Schüler, die da ja, eh schon ablehnend ankommen, nicht unbedingt damit automatisch abholt, sondern es ist eines von vielen Bausteinen, die man da einsetzen kann, um Interesse zu wecken. Dann, also dazu halt, welche Einsatzszenarien in der Schule da spannend wären, also von den Sachen, die ich so gehört habe, was eigentlich sinnvoll ist. Klar, Demonstrationsversuch bietet sich an. Vor allem, wenn die Sammlung das nicht hat, aber das ist eigentlich so die langweilige Variante. Das ist diese, ja, ne, der Lehrer macht was Kreatives mit dem Smartphone, ist ja cool. Spannend sind natürlich erstmal Experimente mit Messwerterfassung überhaupt möglich zu haben. Das ist meistens an der Uni nicht das Problem, dass man irgendwas hat mit Messwerterfassung, aber an Schulen ist das meistens das, was teuer ist und was die alten Geräte nicht schon bieten konnten, dass man wirklich digital Messwerte erfasst. Also digitale Messwerterfassung. Aufschreiben ist auch eine Messwerterfassung. Ne? Aber das Entscheidendste, was ich öfters schon mal sehe oder wo ich dann auch Kontakt von den Schülern bekomme, E-Mails von den Schülern bekomme, weil sie was wissen wollen, ist dann in Projekten, also Facharbeiten. Ich bin etwas erstaunt, ich will nicht sagen enttäuscht, das klingt so ein bisschen jämmerlich, ne? Aber dass ich dann noch nicht so viel in Richtung Jugend forscht bisher gesehen habe, aber vielleicht habe ich es einfach nicht mitbekommen. Aber gerade in eine eigene Idee, irgendwas zu messen oder im Rahmen von irgendeiner AG oder so, bietet sich VFox natürlich sehr an, wenn man halt wirklich Messgerät zur Verfügung hat, ohne dass man irgendwas anschaffen muss und dann basteln kann. Nächstes Szenario ist dann die Uni. Reaktion von Studierenden haben wir tatsächlich mal eine Erhebung. Das war damals von der Vorlesung, von der ich sagte, dass ich jetzt immer wieder auspacke. Da haben wir einfach mal online gefragt, in unserem Lernraum, ne,
wie schätzt ihr VFox ein? Ja, und die haben sehr zugestimmt, dass das halt Spaß macht und motiviert. Bei der Frage, ob da jetzt ein Lerneffekt hinter ist, ist ein bisschen verhaltener, da erwarte ich auch keinen so großen letztendlich. Ne? Das ist dann halt einfach erstmal die Möglichkeit, selbst experimentieren zu können. Ob man da jetzt anders lernt als aus dem Buch, erwarte ich nicht, dass das was Messbares unbedingt ist. Aber wie ich anfangs gezeigt habe, hat es dann auch wirklich geklappt, dass die Studierenden eben ihre eigenen Experimente entwerfen. Das Video hat man heute Morgen ja schon gesehen, ne? Also wo die alles Mögliche durchprobieren. Und was halt auch wirklich, wofür wir sehr gutes Feedback zu bekommen haben, ist eben diese Variante, dass die eben integriert werden in die Vorlesung, indem die ihre Messdaten beitragen. Und dazu gibt es natürlich entsprechend diese Einsatzszenarien. Auch da ist ein Demonstrationsversuch möglich, aber den halte ich im Rahmen von einer Vorlesung eigentlich nur dann für sinnvoll, wenn wirklich keine gute Alternative in der Sammlung da ist. Ne? Also klar, wenn die Sammlung nicht schön ist, man kann dann mit VFox ein paar tolle Sachen machen, ist toll. Es mal vorzuführen, dass sowas möglich ist, dass so Sensoren drin sind, auch toll. Und wie ich anfangs sagte, mangels Alternativen heißt nicht unbedingt, dass die Uni schlecht ausgestattet sein muss. Das Experiment mit der Salatschleuder kenne ich nicht als fertigen Aufbau. Ne? Also das ist zumindest was, zumindest bei uns gibt es das so in der Sammlung nicht, dass man direkt diese Kurve bekommt. Spannender sind da aber eben diese Experimente im Übungsbetrieb, dass man es halt wirklich umkehrt und die Studierenden halt auch im Rahmen einer Vorlesung, nicht nur im Praktikum, experimentieren können. Und natürlich, und das, ach so, ja doch, das Video wollte ich danach starten, aber egal. Und natürlich auch, dass man, das ist jetzt etwas ablenkend, dass wir das Praktikum, dass man also im Praktikum es einsetzen kann, auch wenn wir es selbst im Lernpraktikum bisher hauptsächlich eingesetzt haben, wo eben die Lernkandidaten lernen, VFox entsprechend einzusetzen, bietet VFox da einiges. Also wenn man da eben gerade einen neuen Versuch braucht, gerade nicht die Gelder hat, um wirklich einen richtigen Aufbau, also richtig klingt, als wäre das ein falscher Aufbau, aber einen großen Aufbau anzuschaffen, kann VFox wunderbar Messdaten liefern, die man auch entsprechend auswerten kann. Der Grund, warum dieses Video da drin ist, ist, das ist von einem Beispielvideo, was ich gemacht habe, wo ich einfach mit per Python von VFox in Echtzeit die Messdaten auslese und den Beschleunigungssensor drin benutze, um für die Gitarre eine Art Wah-Wah-Pedal zu erzeugen. Das heißt also, was sagt mir das Beispiel? Ich kann in allen möglichen Projekten die Sensoren von VFox wirklich auch mit einer Programmiersprache einfach auslesen. Das geht über unseren Fernzugriff, ist bei uns im Wiki dokumentiert, ist ein bisschen komplizierter, aber wenn einem im Praktikum eben dieser eine Versuch noch fehlt, um halt die neue Masse durchzuschleifen und wo man halt, also das klingt jetzt wirklich wie eine Notlösung, aber ist es gar nicht, sondern wenn man dann wirklich den Studierenden beibringen möchte, jetzt mal von einem Messsystem Messwerte in Echtzeit auszulesen und zu verarbeiten, vielleicht zu plotten oder sonst wie weiter zu verarbeiten, zu filtern, kann VFox dann eine super Datenquelle sein, bei der man jetzt nicht extra irgendeinen Aufbau kaufen muss. Achso, und generell für Abschlussarbeiten ist das natürlich auch ein sehr einfacher Zugang zu Daten. Da haben wir auch einige Beispiele immer schon wieder bekommen. Viel aus der Didaktik natürlich, mit Hinblick darauf, das mit den Schülern zu machen. Aber es geht sogar teilweise bis in die Forschung. Ich habe zuletzt jetzt eine Anfrage bekommen von jemandem, der ein neues Beatmungssystem im Rettungswagen testen möchte. Wohl etabliertes Beatmungssystem, fragen Sie mich nicht nach Details, ich bin kein Mediziner, aber was die gemacht haben oder machen wollten, die sind noch dran, ist mit der Feuerwehr zusammenarbeiten, mit dem Rettungswagen, um über einen Übungsplatz zu fahren, dieses Beatmungsgerät zu testen, weil das sehr anfällig gegen Erschütterung und sowas ist und VFox einfach mitlaufen zu lassen, um nachher einen Wert dafür zu haben, welche Kräfte auf die Insassen des Wagens wirkten, zu verschiedenen Zeitpunkten, wenn es dann nicht geklappt hat. Keine Sorge, die machen das mit einer Puppe, ja, aber so hat er es mir jedenfalls geschildert. Ja, also es geht halt wirklich über den ganzen Bereich, wo man es einsetzen kann. So, das ist das, was ich letzten Jahr mal gemacht habe, wie wir es eingesetzt haben. Das überspringe ich jetzt. Das ist jetzt auch nicht so spannend und so viel Zeit haben wir ja gar nicht mehr. Andere Erfahrungen, auch wenn ich jetzt immer nur diese Durchhangelfolien dadurch habe. Der andere Teil, womit ich eine Überleitung jetzt ein bisschen machen möchte, dazu, was sich jetzt zuletzt in VFox geändert hat und was wir in Zukunft ändern möchten, ist ja beides Thema des Vortrags, ist erstmal, was aus dem Feedback scheinbar die Lehrer an VFox zu schätzen wissen. Sagt, wir sind nicht die Ersten, die diese App haben, aber irgendwie ist unsere App ganz gut angekommen. Ist erstmal, was wir eigentlich mal hören, diese Dokumentation und diese Erklärvideos. Was wir auch erstaunlich oft sehen, was ich gestehen muss, ich nicht auf dem Schirm hatte und es nicht darauf ausgelegt hatte, weswegen es wahrscheinlich nicht ideal ist, ist, dass unsere Erklärvideos auch von vielen Schülern gesehen werden.
Mein Gedanke war, beim Schreiben der App, ich schreibe eine App, die nicht selbst die Experimente direkt anleitet, sondern die Experimente ermöglicht, und ich mache eine Webseite, wo man den Lehrenden erklärt, wie die Experimente funktionieren. Jetzt habe ich natürlich auf YouTube direkt so ein bisschen YouTube-Stil gemacht, ein bisschen lockerer, ein bisschen schneller geschnitten oder so schnell auch nicht, ne? Aber einfach bequem in die Kamera gequatscht. Und jetzt bekomme ich immer öfter das Feedback, dass die Lehrer ihren Schülern als Hausaufgabe geben, das Video sich anzugucken, um dann das Experiment durchführen zu können. Was ich erstmal gar keine schlechte Idee finde, nur mit der Warnung, ich habe bisher bei den Videos nie drüber nachgedacht. Bei zukünftigen Videos werde ich es wahrscheinlich ein bisschen im Hinterkopf halten. Entsprechend auch da gibt es natürlich dann immer mal auch die Leute, die dann erstmal auf allen Videos den Daumen runter drücken oder dann reinschreiben, weiß ich nicht. Irgendwo gab es so eine Kritik von der Art, wie ich spreche. Ich bin selbst nicht zufrieden, wenn ich das Video von mir nachher sehe. Ne? Irgendwas hat man ja immer, wo die Dinger dann verglichen werden mit den High-End-YouTube-Videos von den großen bekannten YouTubern oder sowas, und das natürlich alles nicht so hochwertig ist, weil es ist der blöde Physikunterricht. Aber es ist sehr faszinierend zu sehen, dass die Schüler dahin geschickt werden und auch wirklich nicht wenige sagen, oh, finde ich cool. Ne? Das andere ist etwas, was wir ja eigentlich gar nicht so draufschreiben, was, muss ich sagen, wir dann einfach der, wie soll ich sagen, Marke RWTH natürlich zu verdanken haben, ist, dass Datenschutz und Werbe- und Kostenfreiheit relativ klar ist. Bei anderen Apps, es gibt durchaus ja auch einige andere kostenlosen Apps, aber da ist dann oft dann die Frage, warum gibt es die kostenlos? Ist da jetzt die Werbung drin? Werden irgendwelche Daten weitergeben? Ich meine, so eine App muss per Definition unheimlich viele Rechte haben. Wir dürfen einen Standort zugreifen, wir müssen aufs Internet zugreifen können, um die Sachen reinladen zu können, wir müssen aufs Mikrofon zugreifen können. Jetzt haben wir schon ziemlich alles abgedeckt, was sie nicht wollen, was irgendeine unbekannte App auf ihrem Handy darf. Und da hilft es natürlich sehr, wenn man nachvollziehen kann, das kommt von der RWTH Aachen, das ist eine Uni, das wurde durch öffentliche Gelder finanziert, die machen das für die Lehre, die wollen jetzt kein Geld damit verdienen. Ist dann schon mal relativ beruhigend. Der andere Punkt, der da tatsächlich bei der RWTH erstmal nicht so klar ist, ist dann die Langlebigkeit, weil oft ist es ja dann irgendein Projekt einer Abschlussarbeit, aber an der Stelle kann ich Sie beruhigen, ich promoviere nicht darüber, sondern ich bin verbeamtet und solange Sie interessiert, bastel ich da weiter dran rum. Ja, und da wir jetzt seit 3 Jahren inzwischen existieren, oder Ende 2016, ja, wird jetzt bald, müssten jetzt jeden Moment eigentlich den 3. Geburtstag sozusagen feiern, ist das, glaube ich, haben wir inzwischen gezeigt, dass wir da dranbleiben an dem Projekt. Und ja, das andere, das ist jetzt die Überleitung zu den neuen Features, ist dieses einfache Interface, wird oft angeführt als etwas, was die gut finden, also was die Lehrenden jeweils gut finden, insbesondere an Schulen, nämlich dass man, jetzt gucken, ob der Stream überhaupt noch läuft, dass man mit wenigen Schritten im Grunde zum Experiment kommt. Das hatte ich ganz am Anfang, glaube ich, schon mal erwähnt, dass eben die Idee ist, dass man eben nicht erstmal die Schüler durch 50 Menüs hangeln muss, sondern wenn wir die Salatschleuder einsetzen wollen, sucht man eben die Konfiguration raus, für Zentripetalbeschleunigung und los kann es gehen. Und wenn man ein Pendel aufzeichnen will, dann nimmt man entweder, eigentlich für die Schule eher die Empfehlung, einen der Beschleunigungssensoren ohne großen Heckmeck, aber wenn man es auswerten möchte, kann man eben auch in so ein Pendelexperiment gehen, wo dann die Analyse drin ist. Oder wenn eben die Schallgeschwindigkeit gemessen werden soll über die akustische Stoppuhr, haben wir eben diese fertige akustische Stoppuhr da drin. Das ist so die Idee, die da wünschenswert ist. Was uns aber ein bisschen immer vor Probleme setzt, weil wenn wir neue Funktionen einbauen, müssen wir immer aufpassen, oder auch wenn wir auf irgendwelches Feedback eingehen, das ist dann oft der Wunsch, wir würden jetzt gerne Mittelwert einstellen können oder wir würden gerne im Experiment die Datenrate ändern, wir müssen halt immer ein bisschen aufpassen, dass wir möglichst alles anbieten, aber eben diese Einfachheit nicht verlieren. Und das war jetzt der Übergang dazu, um zu zeigen, achso, hier mal ein Gegenbeispiel, vielleicht kennt jemand die App. ist eigentlich der Punkt, wo wir auch beim letzten Update schon ziemlich aufpassen mussten, weil mit dem letzten Update kamen ein paar interessante Funktionen hinzu. Ein Bluetooth-Interface, was Sie jetzt gleich im Workshop kennenlernen werden. Da will ich jetzt gar nicht gerade irgendwie, ich glaube, ich habe auch gerade kein Gerät hier, ne, will ich das jetzt nicht unbedingt alles dann zeigen, aber Bluetooth-Geräte verbindet man dann in erster Linie erstmal einfach über dieses Menü. Das ist einen Schritt größer geworden, ansonsten hat sich nicht viel verändert. Und das ist wahrscheinlich noch mit das Auffälligste gewesen. Die anderen Funktionen, die wir eingebaut haben, sind neue Graphentypen, zoombare Graphen, die Möglichkeit, Datenpunkte auszuwählen, Differenzen von Datenpunkten zu ermitteln, einen linearen Fit auszuführen, und viele kleine Details noch, die mir jetzt gerade nicht sofort einfallen. Und wer schon länger mit VFox arbeitet, könnte wahrscheinlich theoretisch das Update erhalten haben, ohne zu merken, dass diese neuen Funktionen reingegangen sind. Weil
Bevor dieses Update draußen war, jetzt arbeite ich natürlich die ganze Zeit mit der neuen Version, und ich noch die Testversion hatte, habe ich meistens diese Vorträge gehalten mit der alten Version. Und dann, wenn ich den Ausblick auf die neue Version mache, habe ich dann gefragt, ist mir eigentlich aufgefallen, dass ich eine neue Version benutze, und dann gezeigt, was da alles Tolles drin ist. Und entsprechend mit dieser Überlegung, dass wir eben das Interface nicht ändern wollen, haben wir dann, aber die Funktionen sollen natürlich auffindbar sein, haben wir das, glaube ich, eine ganz gute Lösung gefunden, weil alle Funktionen, die zu einem Graphen noch darüber hinausgehen, über einfach nur dieses Plotten, erhält man, die man drauf tippt. Dann haben wir erstmal schon mal diese Vollbild-Variante. Ich denke, wer VFox schon kannte, wird es vielleicht gar nicht gefunden haben, weil er gelernt hat, man tippt nicht drauf, da passiert nicht viel, aber entsprechend haben wir die alten Funktionen und auch alte Anleitungen, alte Arbeitsblätter und so nicht zerstört dadurch. Jemand, der neu in VFox ist, aber um so eine Funktion sucht und denkt, man muss doch irgendwas machen können, wird irgendwann drauf tippen und das Ding dann auch finden, also ist auch nicht zu versteckt. Ja, und was man jetzt hier machen kann, ist entsprechend ziehen, schieben, zoomen. Wenn jemand eine andere Datenlogger- oder Sensor-App kennt, die so weich zoomen kann wie hier, ist jetzt verzögert durch den Stream, aber das Weiche sieht man, glaube ich, trotzdem, bitte Bescheid sagen, würde mich mal interessieren. Ja, bin ich ein bisschen stolz drauf. Ist wahrscheinlich nicht so toll, wenn man sich selbst da lobt, dass das so flüssig ist, ne? Aber ich hat es anfangs nicht gedacht, dass wir es so hinbekommen. Was man hier jetzt auch machen kann, ist natürlich dem sagen, er soll neuen Daten folgen. Das ist auch was, was wir oft dann zu hören bekommen haben, dass das Problem ist, dass die Daten immer in diesen einen Graphen einfach so reinwandern. Und wenn man rausgeht, kann man entweder sagen, okay, geh auf den Standard zurück, oder man kann sogar auch komplexere Sachen machen, die dann extra in diesem fortgeschrittenen Optionenmenü versteckt ist, damit sie nicht jeden abschrecken, dass man sagt, die X-Achse, was ich jetzt gerade mache mit dem Folgen, möchte ich auch auf die anderen Graphen anwenden, und zwar alle, die, ja, sagen wir mal, die gleiche Einheit haben. Plausibel wäre es die gleiche Achse auch gewesen. Ne? Aber wenn ich das mache, laufen alle drei Graphen, Z-Achse ist hier, laufen halt einfach synchron mit derselben Skalierung, und entsprechend hat man da den Zugriff. Und diese ganzen Funktionen sind halt, wie gesagt, haben wir Wert drauf gelegt. Achso, setze ich nicht zurück. Zurücksetzen. So. Ja. Werden halt eben entsprechend angewendet, ohne dass man da jetzt ein Riesenmenü irgendwie davor hat. Das andere Spannende ist, jetzt auch Datenpunkte auswählen zu können. Das ist einfach unten das andere Ding. Das heißt, man tippt die jetzt ab und kann die auch wirklich tippt die an und kann sie auch ablesen. Was etwas versteckter ist, wo wir noch überlegen müssen, wie wir das präsentieren, aber sonst haben wir jetzt gleich einen Raum, der es kennt. Man kann auch die Differenz von zwei Datenpunkten kriegen, indem man einen antippt, es gedrückt hält und einfach die Linie zum nächsten Datenpunkt zieht. Ja, das kann durchaus sehr nützlich sein, wenn man zum Beispiel einfach nur Beschleunigung misst und dann einfach sehen möchte, okay, ist die falsche Achse, Moment, dann ist die Z-Achse, glaube ich, gut. Ich muss den Zoom von eben zurücknehmen, genau. Und man hat, weiß ich, einen Ball, der aufprallt, und statt unsere Beschleunigungsstoppuhr zu nutzen oder mehrere Sachen, die komplexer sind, möchte man einfach mal das Zeitintervall davon sehen. Können wir natürlich einfach reinzoomen und dann sagen, okay, von der Spitze bis zu der Spitze haben wir die Zeitdifferenz von 10 Sekunden. Ja, bei Nachkommastellen kann man ein bisschen streiten. Didaktisch ist nicht schön, so viel anzuzeigen, aber es ist nicht immer klar aus Sicht der App, wie viele sinnvoll sind. Deswegen, bevor wir es abschneiden, sind wir da leider ein bisschen unschön an der Stelle. Ja, also das, ach so, genau, und noch eine Funktion, die da auch noch versteckt ist, aber das geht mir schon mit der Zeit aus, ist dann hier auch die Ausgleichsgerade, die man machen kann. Die ist natürlich jetzt bei dem Graphen nicht besonders spektakulär, aber auch das ist verfügbar. Das ist natürlich schon aus Sicht der meisten VFox-Nutzer was Fortgeschrittenes, entsprechend ist es etwas tiefer vergraben. Vielleicht noch ein Punkt an der Stelle, was auch oft als Frage kommt, je nachdem, was für Ideen Sie damit haben, mit VFox, wollen Sie das eventuell in anderen Apps noch weiterverarbeiten? Also zumindest habe ich öfters die Frage bekommen, dass man das direkt in Excel, also in der Excel-Variante von auf dem Smartphone öffnen können möchte. Es gibt in VFox jetzt zwei Exportfunktionen, das ist vielleicht nicht ganz ideal. Die große oben, Daten exportieren, generiert Ihnen den kompletten Datensatz. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt ans Audiospektrum kommt, denkt, bekommt man da drin zwei von diesen Sheets in Excel. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Unten links in Excel hat man ja immer diese verschiedenen Tabs nochmal. Eine für die Audioaufnahme und eine für das Spektrum. Das kann man ja nicht in einer Tabelle darstellen, weil komplett verschiedene X-Achsen drauf sind. Wenn man es als CSV exportiert, also einfach als Textdatei, bekommt man eine ZIP-Datei mit zwei Textdateien, weil es zwei Tabellen sind. Und das schlucken alle anderen Apps überhaupt nicht. Da kommen die gar nicht mit klar. Was wir jetzt neu haben, ist, dass man im Graphen auch hier unten auch nochmal Daten exportieren kann. Jetzt weiß ich aber nicht, was ich bei mir installiert habe. Jetzt gehe ich mal auf CSV. Und hier, ach, haben wir Google-Tabellen zumindest. Mal gucken, ob der das schluckt. Das ist jetzt, habe ich jetzt vorher nicht getestet. Das klappt wunderbar. Ja.
Das heißt also, wenn Sie Daten in andere Apps exportieren wollen, gehen Sie über den Graphen, der den Datensatz enthält, den Sie haben, weil die komplexeren Graphen von dem ganzen Datensatz werden. Achso, Ton war gerade kurz weg. Jetzt schweife ich aber gerade wieder ein bisschen ab in diesen technischen Details. Ich wollte so ein bisschen noch also erzählen, woran wir arbeiten oder gearbeitet haben und was als nächstes kommt, weil dann ist nämlich die Zeit auch rum. Also das waren jetzt so grob die neuen Funktionen. Was noch hinzukommt, sind so Details wie eben, dass wir diese Verlaufsspektren haben. Wir haben Balkendiagramme, also zum Beispiel die akustische Stoppuhr hat jetzt auch einen Endlosmodus, der in Balkendiagrammen dargestellt wird. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel, wer irgendwie Musiker ist und mal testen möchte, wie gleichmäßig er schnippen kann, der kann dann eben darüber auch mal das testen. Und jetzt werde ich gerade schlecht, das lassen wir mal. Gleichzeitig reden ist nicht ganz so einfach. Und ja, wie gesagt, ich hoffe eigentlich sogar, dass Sie die eine oder andere Funktion nicht gefunden haben, weil das sind nicht die wichtigsten Funktionen von VFox und die sollen einem nicht direkt ins Gesicht springen. Das ist eigentlich eher so gedacht, wenn Sie die brauchen, also zum Beispiel Zoom oder so, dass Sie da liegen, wo Sie sie erwarten. Das ist so unsere Idee. Und dazu brauchen wir natürlich auch Ihr Feedback und ich würde mich auch freuen, wenn irgendwas Sie da ganz doof fanden, dass ich das auch zu hören bekomme. Weiterhin geplant in Zukunft ist erstmal noch eine Erweiterung dessen, was wir mit Bluetooth schon angefangen haben, nämlich dass man aus Netzwerkdaten sammeln kann. Geht in beide Richtungen. Das eine ist, dass man über entsprechende Wetterdienste im Netz auch zum Beispiel Außentemperatur zu Experimenten dazu nehmen kann. Das wird immer alles über letztendlich den Editor und solche QR-Codes und spezielle Experimente dann wahrscheinlich laufen. Andererseits planen wir es auch in die andere Richtung, dass wenn man irgendwo einen Server aufsetzt, der Daten empfangen kann, dass man aus der App heraus auch die Daten dahin senden kann. Also eine Idee, die wir haben, ich hoffe, dass wir es bis Weihnachten hinbekommen, zur Wintersonnenwende mit verschiedenen Unis, die ja Bock drauf haben, die VFox auch gerne nutzen, ein Experiment zu machen, wo die Studierenden über den Tag den Sonnenverlauf nachvollziehen. Das heißt also, bei GPS bekommen wir die Position von denen, bei Beschleunigungssensor bekommen wir den Winkel, wie hoch die Sonne gerade steht, und dass über den Lauf des Tages immer wieder das Handy auf die Sonne ausrichten, absenden drücken und das dann halt in einer riesigen Wolke sozusagen bei uns auf dem Server landet und die Studierenden als Aufgabe bekommen, da mal dran rumzuinterpretieren und mal zu gucken, was die daraus an Daten ziehen können in dem Kontext. Das ist die Überlegung dieser Netzwerkanbindung und das andere große Projekt, was ansteht, was nächste wird, wobei da noch nicht ganz klar ist, wann es genau anfängt und in welchem Rahmen von welcher Förderung das vielleicht auftauchen könnte, sind Kameraexperimente. Das fängt an bei einfachen Sachen, Mittelwert über die Kamera, um Helligkeit auch darüber abzuschätzen, muss ein bisschen aufpassen, das ist dann nicht die Beleuchtungsstärke, sondern die Leuchtkraft. Ich bin gerade mit dem Begriff nicht ganz sicher, die sind alle so ein bisschen nah beieinander. Darüber hinaus dann auch Richtung Spektroskopie vielleicht, dass man halt eben zum Beispiel eine CD oder ähnliches benutzt, um ein Spektrum zu erzeugen, das mit der Kamera aufgenommen wird und VFox direkt Mittelwerte über die Linien erzeugt, um wirklich so ein Spektrum zu bekommen, bis hin zu der Variante, also kalibrieren muss man natürlich trotzdem noch was da dran, bis hin zu der Variante, dass vielleicht irgendwann auch was Richtung Tracking geht. Aber da bin ich sehr vorsichtig mit der Formulierung, weil wir da selbst erstmal rausfinden müssen, was schaffen wir mit welchem Aufwand und es ist besser als existierende Lösungen, weil sonst können wir uns das auch sparen. Es geht ja nicht darum, dass wir aus Prinzip möglichst viele Features reinkloppen, die es woanders vielleicht besser gibt. So, das wäre jetzt, und es gibt natürlich noch viele Kleinigkeiten. Das wäre soweit mein Beitrag zu unseren Erfahrungen zum Einsatz von VFox mit der vielleicht nicht ganz eleganten Überleitung dazu, was jetzt in der Version neu ist und was wir so planen. Gibt es dazu Fragen oder Anregungen gerade? So viel wie eben. Okay, dann ich hoffe, ich habe die Zeit richtig im Kopf. Dann sind wir jetzt wieder bei einer kleinen Kaffeepause und danach lernen Sie das eine Feature, was ich gerade nur so weggewischt habe, genauer kennen, nämlich die Bluetooth-Anbindung in dem Bluetooth-Workshop.